Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pac-Man Moon im Zeichen der Nutzlocke Challenge. Wir wollen den Berg hinunter. Wenn es geht, noch ein bisschen Items sammeln oder so. Hier geht's da lang, da will ich aber nicht hin. Das ist noch ein Trainer, den nehmen wir auch noch mit. Ey, den kenne ich doch. Wenn da ein Berg ist, muss ich ihn erklimmen. Als Wanderer kann man eben nicht anders. Ist er nicht der von vorhin? Oscar. Okay, das scheint sein Zwillingsbruder zu sein. Der sieht genauso spackig aus. Oder die Wanderer sehen hier auch alle gleich aus. Ja, das ist ein Gestein-Pokémon. Was soll ich gegen ein Gestein bitte machen? Nur die spezielle Verteidigung sollte eigentlich schlecht sein, oder? Mal Feenbrise. Einfach mal versuchen. Feuer! Yo. Nebenschelle ist mir schnurzpiepigal. Ja Leute, im letzten Part haben wir die Inselprüfung gemacht und haben locker flockig das Herrscher-Pokémon besiegt. So einfach hätte ich das nicht erwartet, weil es immer ein Herrscher-Pokémon ist. Und wir waren unter dem Level. Yay. Oh, wir bleiben natürlich drin. Beim Hollow immer. Gib ihn. Los, Feenbrise! Feuer! Batz. Es hat überlebt. Fußtritt. Ich wollte sagen, das dürfte nicht viel bringen. Charmbolzen. Oh, das könnte eine romantische Geschichte sein. So ein Felinar und so ein kleines Macholo. Mit Bierbauch. Die Schöne und das Biest, wisst ihr? Oh, Macholo. Nein. Sie wollte es nicht. Sie wollte ihn einfach nur vernichten. Gnadenlos. Verprügeln. Okay. Wir müssen Felinar mal eben sauber machen. Ich glaube, dafür brauchen wir einen Lappen, ne? Ja. Ja, deine Schönheit soll nicht getrübt sein, mein liebes Kleines. So. Alter, ich brauche neue Pokebohnen. Ich habe keine mehr. Ja, freu dich. Robel die Katz. Nochmal 4. Nochmal 4. Was ist los mit dir? 2. Also noch ein. Oder? Ja, das müsste es jetzt gewesen sein. Und wir haben noch 10. Jetzt haben wir noch 9. Okay. Wir brauchen neue Bohnen. Bohnen braucht das Land, denn wie gesagt, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen und jede Erbse gibt einen Knall. Und ich habe auch einen Knall. Warum greift er nicht zum Superschutz dann direkt? Ist er irgendwie behindert oder so? So. Lauf! Du hast eigentlich ein Level abgekriegt, mein Süßes. Ja, Level 19. Das heißt, wir müssen dich austauschen gegen Makuhita. So, hopp. Hopp. Ich wollte gerade sagen, hier kann man doch runter. Das sah gerade zumindest so aus. Ich glaube, ich verpasse jetzt die ganze Zeit Items. Das wäre jetzt mies, wenn da oben Items gelegen hätten. Da ist ein Item. Ein Feuerheiler. Wuhu. Habe ich schon einen? Nein. Yeah. Oh Gott. Meine Schrift mit links, ne? Ich sollte vielleicht mal dran arbeiten. So, ein. Ja, du kannst doch ruhig runterspringen, mein Süßer. Wo geht's denn hier jetzt lang? Ich bin gerade etwas verwirrt. Wo bin ich denn? Ach, jetzt bin ich richtig. Okay. Oha, du hast ein Pyrium-Z. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen von Chiavis Prüfung. Na, dann wollen wir mal. Der Weg ist frei, Leute. So, bitteschön, du kannst jetzt durch.
Zum Schattendschungel der Prüfungsstätte von Captain Maho gelangst du über Route 8. Noch ein Captain? Ist das irgendwie ein Scherz oder so? Route 8. So, wer bist du? Wie bitte? Du willst gegen mich, einen Trainer auf seinem Zenit, kämpfen? Das lässt sich arrangieren, aber nur, wenn du erst alle anderen Trainer auf Route 8 besiegst. Okay, Schutz wird nicht mehr. Legst du ab und zu mal eine Pokepause ein? Die Pokebohnen, mit denen du deine Pokémon während einer Pokepause füttern kannst, gibt es übrigens im Pokémon Resort. Wo ist denn das Pokémon Resort? Ich will das Item haben. Noch ein Zigarrenwürfel. Sehr schön. Alles genau inspizieren. Ich will noch mehr Würfel haben. Wo ist mein Bissbug? Immer schön schnüffeln, ne? Ich hab's gewusst. Nein. Ist die irgendwie zu weit oder so? Was stimmt nicht mit dir? Da. Oh, ein Top-Schutz erhalten. Sehr schön. Das war's, ne? Okay. Was ist das hier für ein Haus? Du dort, warte kurz. Hättest du einen Moment Zeit für mich? Ich wollte sowieso in das Haus gehen. Was bist du für einer? Ach, ist das nicht Akromas? Der erinnert mich hier an Pokémon Schwarz-Weiß. Aber ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich habe... Oh, scheiße. Mein Name ist Akromas. Oder Achromas. Und ich bin Wissenschaftler. Meine Forschung beschäftigt sich damit, wie man den Pokémon ihr wahres Potenzial entlocken kann. Ich bin der Ansicht, dass es an der Verbindung zu ihrem jeweiligen Trainer liegt. Deshalb bin ich sehr interessiert an Trainern wie dir, die durch einen Z-Ring mit ihren Pokémon verbunden sind. Ach ja, übrigens, ich habe dich ja noch gar nicht nach deinem Namen gefragt. Dango, verstehe, das merke ich mir. Zur Feier unseres Kennenlernens schenke ich dir eine TM. Nitro-Ladung. Okay. Wann kommt mal vernünftige? Der richtige Einsatz der Attacke Nitro-Ladung kann dir deine nächste Prüfung und den Kampf gegen den Herrscher des Schattendschungels erleichtern. Die Z-Kraft. Ist sie das, wonach ich suche? Übertrifft sie den Megaring? Hier in Alola soll es außerdem ein sogenanntes Pokémon-Resort geben. Eine Inselgruppe nur für Pokémon. Ich bin froh, dass ich nach Alola gekommen bin und werde wohl eine Weile hier bleiben. Ich verabschiede mich, Dango. Wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Bestimmt. So, jetzt möchte ich dann nochmal unsere dritte Prüfung auf Akala. Der Schattendschungel wartet auf uns. Ja, ich will aber noch nicht in den Schattendschungel. Was geht? Hallo Trainer, wie ich sehe, hast du einen Pokédex. Hättest du Interesse daran, als Aushilfskraft für die Aether Foundation zu arbeiten? Na klar. Prima, die von der Aether Foundation haben es uns zum Ziel gesetzt, Pokémon zu beschützen. Aber damit uns das gelingt, müssen wir zuerst mehr über sie herausfinden. Deshalb sammle ich gerade Daten zu einem Pokémon namens Velorzi, das auf Route 8 lebt. Der Aether Foundation liegen zwar bereits Daten zu ihm vor, aber wir benötigen dringend noch die Informationen aus seinem Pokédex-Eintrag. Und du kommst ins Spiel. Ja, Velorzi. Kann ich nicht garantieren, dass ich das kriege. Route ist zum Glück nachgewachsen. Dennoch, wie konnte Team Skull nur... Ja, Route abgeschnitten und so. Jetzt schneide ich dir mal die Route ab, Freundchen. Ich will deine Route haben. Gib sie mir. Flagmon. 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 Ich klinge schon wie so ein echtes Flagmon. Ich bin Flagmon. Da liegen drei Pokéball, ich will sie haben. Okay, dann nicht. Weißt du, wollen unbedingt, dass ich was für sie erledige, ne? Aber geben mir nicht mal Pokébälle dafür. Ich fühle mich verarscht. Warte mal. Ich kann wieder ein Foto machen. Ach, okay. Komm doch mal raus. Ratz, ratz.
Ich sehe nix. Aha, ja, das würde ich auch sagen, wenn man nichts sieht. Aber ich kann sowieso nichts sehen. Ich höre, sie schreit, aber es kommt nicht raus. Hm. Pech gehabt, ne? Scheiße. Nicht schlecht. Ich habe eine Blume fotografiert. Aber anscheinend will die Höhle ja irgendwie nicht das geben, was ich will. Aha. Ey, du Kack-Noob. Was war das jetzt? Oh nein, der Film ist ausgegangen. Hm. Nein. Nehmen wir das da. Den Busch. Ein Foto von einem Busch. Ein blendendes Motiv. Ja, sehr schön. Ich bin auch total begeistert. Ich will das Radfritz haben. Weitere Fotos machen. Ja, darf ich? Erwischt. Man hat nur diesen einen Moment. So, einmal schnell alles verbritzeln. Ah, Leute. Oh, das ist cool. Das sieht richtig cool aus. Nice. Yo. Mach bitte ein niedliches Foto. Ich hab doch ein niedliches Foto. Was, bist du behindert oder was? Yay, Version 3. Ja, Freunde, nicht so viel Glückwunsch. Du hast mindestens 10.000 gute Bewertungen erhalten. Dafür rüste ich deinen Pokémon-Sucher auf Version 3 auf. Die Daten werden empfangen. Ich bin fertig mit der Aktualisierung. Version 3 bietet eine verbesserte Zoom-Funktion. Beenden. Reicht, ne? So, ich will das Item gerne haben. Erstmal müssen wir ein Pokémon fangen. Es wird ein... Trompec haben wir schon gehabt. Also Species Claws. Level 17 ist natürlich ein bisschen bitter. Jetzt statt mich einfach weglaufen zu lassen, ne? Oh, ist das dein Ernst? Jetzt habe ich... Ich habe einen Frosch im Hals. Ich habe Frosch im Hals. Wieder Heil? Okay. Na, speziell kannst du mich ruhig angreifen, das nützt dir nichts. Ja, ruf du mal um Hilfe. Ich will hier weg. Oh, keine Hilfe aufgetaucht. Oh, armes Tukituk. Du bist dann komm. Tschüss. Weil das haben wir schon. Wir müssen ja was Neues haben, wenn dann, ne? So, sehr schön. Das ist das Item, was ich wollte. Eine Riesenperle. Können wir bestimmt gut verkaufen. Alles sieht nach Items aus. Alles! Ich hätte vielleicht mein Makuhita aufpushen sollen oder so. Oh, das wollten die doch sehen. Sehr schön. Das ist sogar Level 20. Oh Gott. Wir haben ja Flottball. Wenn ich Glück habe, bleibt es direkt drin. Wenn ich Glück habe. Oh Gott. Mein Herz ist gerade stehen geblieben. Ich habe schon gedacht, es kommt gleich raus und verprügelt mich. Hast du gut gemacht, Makuhita. I'm very stolz auf dich. Und Level 19 für dich. Sehr schön. Abschlag. Ist eine Unlichtattacke, ne? Ja, wieso nicht? Können wir auch gut gebrauchen. Mal Tackle für weg. Ja. Why not? Tata-ting. Okay. Velursi wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Was bist du für ein Pokémon? Velursi. Registriert. Ja, das kennen wir schon.
Schau dir das Pokémon, das du gefangen hast, gleich mal genauer an. Es ist normal Kampf. Noch ein Kampf-Pokémon, okay. Wird es von irgendjemand anderem als seinen Kameraden angefasst, flippt es aus und schlägt mit unglaublicher Kraft wild um sich. Okay. Nein. Nimm mein Team. Wir müssen jetzt mal irgendwas austauschen. Weil ich das gerne hier... Pampuli kann man eben kurz weg. Hat er... Itembeutel verstauen. So, jetzt können wir das mal eben vorzeigen. Vielleicht kriegen wir dann auch was geschenkt. Cooler Zufall, ne? Wir haben nochmal Kampf-Pokémon, sehr schön. So. Hi. Wie ich sehe, hast du einen Velursee gefangen. Dürfte ich dann kurz dein Pokédex sehen? Faszinierend, dieser Eintrag behandelt Verhaltensmuster, die der Aether Foundation noch unbekannt waren. Der Pokédex ist ein wahres Wunder der Technik. Vielen Dank. Hier hast du ein Honorar. Ist das dein Ernst? Danke für deine Kooperation. Dank dir, bla. Das war's jetzt, ja? Ist das dein Ernst? Ich möchte meinen Pokémon gerne wieder haben. Ich will mein Pokémon wieder haben. Wie gemein ist das bitte? Muss ich ohne mein Pokémon leben? Voll fies. Wir sind überall Trainer. Wisst ihr was, Leute? Schnell aus dem Blickwinkel. Das machen wir beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Moon im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Schau's rein, schau's rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Dengoku Senpai.